Ja, der Winkelroboter, der möchte unbedingt, dass wir rankommen. Ja, wir kaufen jetzt was. Komm, hier, schau mal. Ich möchte das Notenblatt. Was willst du jetzt? Das Notenblatt. Ja? Ich habe zufällig eine gefunden. Neuer Gegenstand errungen. Notenblatt 4 von 8. Es gibt 8 Stück. Okay. Aber wir können jetzt mal zu dem Musiker und können ihm mal das Notenblatt geben, oder? Oh, da steht ja auch noch einer. Moment, mit dir quatsche ich gleich. Ich brauch's mal Notenblattabgabe. Hallo, mein Freund. Ich habe was für dich. Ja, ich weiß. Du möchtest hier ein Notenblatt haben. Des Nachts du hold am Rechnen bist? Oh, der ist gut. Hier, hör zu. Okay. Oh, jetzt fängt er wieder von neu an. Na komm, Katzi, aufwachen. Ich finde dich cool. Ich muss noch mehr Notenblätter finden, ich merke schon. So, hallo mein Gutster, was ist mit dir eigentlich los? Ich kümmere mich um die Pflanzen. Die Menschen haben sie enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch ein wenig Licht. Ich gebe nur ein wenig Wasser dazu und schau, wie groß sie werden. Es ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Ey, mein Gutste, ich finde ja geil, dass du spielst. Aber kannst du jetzt mal aufhören? Du bist echt laut. Was ist denn, wenn wir ihm... Ich hätte mal eine Frage. Was ist denn, wenn ich dir das zeige? Nur ein echter Technikfreak kann das lesen. Okay, wir haben Musiker gefunden, aber wir haben noch keinen Technikfreak gefunden. Aber wir haben ja auch noch nicht alles abgeklappert hier, ne? Ach, die Herren. Ach, die Dame. Moment, ich komme gleich. Mein Gott, das ist ja hier noch riesig. Oh, wer bist du denn? Hoffentlich lassen die Jungs nicht wieder einen Farbeimer fallen, sonst wird Cosmas sauer. Okay. Ist da oben Farbeimer? Ich muss... Da oben, die werfen die Farbeimer durch die Gegend. Wir brauchen den Technikfreak, eindeutig. Oh. Das ist so quasi anklopfen. Bist du einer der Störenfriede, die auf dem Dach mit Farbeimer spielen? Ach, das ist Cosma. Hau ab mit der Farbe. Ich bin es satt, wegen eurer Schweinereien meine Treppe zu putzen. Wir müssen mal die Farbeimerwerfer unterbrechen. Wir brauchen immer noch einen Technikfreak. Was haben wir hier? Tauschhändler? Super Spiel. Spiritwäscherei, Omas Kleidung, LJ Programmierung. Das ist das rechts da unten wahrscheinlich, ne? Das ist auch mit Binärcode 0100 bla bla bla. Okay, schauen wir gleich mal nach. Oh, mal, haben wir noch was zum Übersetzen? Ankündigung, ich bin auf der Suche nach, ich kann es nicht mehr lesen. Ich bin auf der Suche nach Notenblättern, um mit meiner Gitarre ein bisschen Stimmung zu... Ah, okay, das ist der Gitarrentut. Kann da direkt hochspringen. Okay, haben wir das auch...
Ach so, und dann kann ich hier weiter. Möchte ich noch nicht. Moment, 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 Moment. Das möchte ich noch nicht. Ja, Moment. Wir schauen uns jetzt nochmal weiter um. Merken? Ruht in Frieden, ihr Menschen. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage, aber sind sie wirklich im Frieden? Ich habe keine Ahnung. Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. Ach, alles gut. Oh, wir haben eine Erinnerung. Und wir haben Energy Drinks. Ja, mit. Bitte 8 Dosen. Ich brauche noch 6 Dosen, nicht nur eine. Ach, Mann. So, haben wir hier noch hinten irgendwas? Nee. Okay, das ist hier reine Erkundung jetzt erstmal. Aber da müssen wir durch. Da muss doch hier irgendwo der Binärcode Dude sein. Bist du der Binärcode Dude? Wenn also heute das Morgen von gestern ist, wird morgen das Heute von gestern sein, oder? Die Zeit ist schon seltsam. Oh, ein Philosophenroboter. Wir altern nicht wie unsere Vorfahren, die Weichen. Wir sind hier gefangen, für immer. Okay, du bist nicht der Technik-Dude. Oh, warte mal. Okay. Hat ein Fernseher laufen? Ich hab mich verlaufen. Was ist das? Ich suche jemanden, der... Moment, mach mal langsam. Entschuldigung. Ich suche jemanden, der den Südeingang der Sicherheitszone überwachen kann. Die Entlohnung beträgt 2 Pins... Superöl pro Tag. Bitte den Wächter kontaktieren. Ja, ich bin doch hier die absolute Wache. Ich bin der Wachkater. Wisst ihr das? Ich wollte gerade sagen, wieso gehst du hier durch? Mann, ich habe mich jetzt komplett... Nee, warte mal, hier. Hey, du läufst... Ihr lauft durch die Gegend? Oh nein. Ja, aber hier muss doch irgendwo der Binärcode-Typ sein. Warte mal, wir sind hier ganz unten noch nicht gewesen, ne? Wir laufen mal... Was zum Henker macht ihr da? Hi. Entschuldigung. Das war keine Absicht. Aber du bist mir vor die Füße gelaufen. Es tut mir leid. Wo kommt denn dieses unfassbare Geräusch her? Ihr könnt mal da klopfen. Bist du der Binärcode-Typ? Es ist okay, du kannst gehen. Der Wächter sagt, dass es nicht die Zergs waren. Okay. Das ist schön. Komm ich da irgendwie hoch? Halt, stopp. Ist keine Tür zum Kratzen. Bist du der Binärtyp? Nee, du bist doch nie die Binärtyp-Dame. Warte mal, ich kann Y... Lass mal mit dir reden. Die Oma. Ich liebe es zu stricken. Bis jetzt habe ich 478 Meilen an Schals gestrickt. Da hat man immer gut zu tun. Ach, Heilige. Wenn du mir etwas Stromkabel bringst, könnte ich dir einen Poncho stricken. Du inspirierst mich, aber es ist nicht leicht, hier die richtigen Materialien zu finden. Ich wüsste zufällig, wo eins ist. Hättest du zufällig 2 Energy Drinks für mich, dann könnte ich dir sowas besorgen. Was ist, wenn ich das hier mache? Oh, ich kann mich reiben. Ja, ne? Da kriegt die Oma wieder Gefühle, du.
Okay, wenn hier aber die Oma ist. Omas Kleidung. Es ist gut. Oma, seid ihr denn hier? Oma hat mir diese Kleidung gemacht. Ganz schön schick, oder? Ja, Hammer. Du bist nicht der Binär-Dude, oder? Alles klar. Und du? Willst du etwas? Du kannst es nicht zufällig entziffern. Alles klar, dann haben wir das Thema auch geschluckt. Der sieht doch nach Binär aus, oder? Also sowas von. Jawoll, ja. Da will ich hin. Ja, das kriegt man hin. Wir klopfen. Klopf, klopf. Hallo? Hi. Bist du der Binär-Typ? Kann ich mit dir... Kann ich einfach mal eintreten? Alles gut, Bro. Alles klar, machst du dein Nickerchen. Ich übersetze erstmal. Wir wurden dazu programmiert, Sklaven zu sein, haben aber seit sehr vielen Tagen eine Seele. Hoffentlich finden die Außenwendler eines Tages den Ausgang aus dieser Hölle. Momo. Momo, ach ja, den wollten wir treffen. Ah, guck mal, da ist noch was. Ein Notenblatt. Upsi, ist er zufällig in unsere Tasche gewandert. Es tut mir leid. Das war kein Diebstahl, das war originelles, anderweitig, ja, ist schon. Moment mal ganz kurz, du bist doch nicht der Programmierer Heino, oder? Du bist doch nur ein Türsteher. Nestor, du bist wegen Elliot hier? Er ist gleich da drüben. Okay. Ich kann nicht anders. Nein, wir machen jetzt nicht alle. Aber ich würde gerne mal darüber springen. Na, bin ich musikalisch? Ich bin der Musikkater. Oder Katze? Bin ich eine Katze oder ein Kater? Ich weiß es nicht. Na, wenn das mal kein Technikfreak ist. Wir haben sogar ein Bett. Oh, was haben wir denn hier? Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Ich glaube, das war eher die Natur. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Ja, okay. Oh, was haben wir denn hier? Aha, 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 aha. Aber da gehen wir noch nicht hin. Der hat auch lauter Soundkarten, ne? Das sind alles nur Soundkarten. Sehe ich doch jetzt schon. Ey, mein Freund. Bevor ich mit dir quatsch. Was ist denn hier drin? Ich bin neugierig. Okay, ich glaube, ich mache nur seine Tür kaputt. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich wollte nur mal abchecken. Ja, kann ich helfen? Ja, du bist doch der Technikfreak, oder? Was ist denn, wenn ich dir hier... schau mal, ich habe da was voll Cooles gefunden. Willst du, dass ich diesen Binärcode lese? Aber sicher doch. Eine Sekunde, ich muss nur meine Linsen kalibrieren. Hier steht... Bufferbar. Seltsam, wer vereinbart den Rendezvous per Binärcode? Das hat mir jetzt nicht so geholfen, wie ich mir das erhofft habe, wenn ich ehrlich bin. Und sonst so, Dude, alles okay? Du siehst auf jeden Fall sehr besonders aus. Okay, wartet mal. Du verbar. Moment, ist das die Dufferbar gewesen? Warte mal, wie komme ich denn hier? Hier, so lang?
Ah, das ist ein Shortcut. Ist das die Duferbar? Wo zum Teufel bin ich denn jetzt? Ach, hier bin ich. Ich bin jetzt wieder am Anfang. Okay, hier ist der Shortcut. Alles klar. Und wer bist du? Der Daddy. Du siehst ein bisschen aus wie ein Zerg, zumindest aus der Ferne. Sie sehen niedlich aus und hören sich auch so an. Aber lass dich nicht täuschen, diese Dinger knabbern sich durch Metall. Sie sind furchterregend. Ach, deswegen. Alles klar. Man kann sich das Roboterleben auch schön saufen. Jakob, Mitarbeiter des Monats, September XXX27. Na, das ist doch schön. Freunde, ich will ein Bier. Hier sind wieder lauter Nummern, ne? Das ist doch alles kacke hier. Willst du was? Ja, okay. Billy. Was habe ich sonst noch so im Angebot? Ach, Notenblatt. Ne, das brauche ich nicht. Ich kann die Musik ändern. Ja, ja, ja. Ah, guck mal, Dufferbar. Aha, 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 aha. Hallöchen, möchtest du mit mir reden? Nein, du hast ganz andere Probleme. Ich suche den Code. Hast du einen für mich zufällig? Was kann ich für dich tun? Alles klar. Ich befürchte, da wird... Nee, wir haben keine Nullen zur Verfügung. Ich sehe schon wieder überall Zahlen, wo keine sind, glaube ich. Aha, 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 aha. Na, 1, 2, 8, 3. Das untere tue ich einfach mal vergessen, ne? Oder? 1, 2, 8, 3. Ich werde jetzt diesen Code, bevor ich das vergesse, sofort eingeben. Moment. Ich muss mal kurz rausrennen. Ich bin gleich wieder da. Ah, er hat auch aufgehört zu spielen, aber dem können wir auch noch das zweite Notenblatt gleich geben. 1, 2, 8. Das war so einfach. Wegen dem Notenblatt. Ich dachte, hier ist ein Sammelsurium mit Energy Drinks. Ach, ich sperre mich da ein. Das kann, komm, mach die Tür zu. Ich brauche viel mehr Energy Drinks. Deswegen ist mir das Spiel so sympathisch. Also gut, pass mal auf, mein Freund. Ich habe hier was für dich. Wollen wir noch mal eine Runde Musik spielen? Ja, ich habe da zufällig was gefunden, mein Herr. Wie wär's denn mit diesen hier? Unbetitelt. Hört sich schon mal interessant an. Die Melodie enthält genau 44 Noten. Dann leg mal los, mein Freund. Leg mal los. Das ist nicht schön. Es tut mir leid, das ist einfach nicht schön. Mein Freund. Können wir gern... Ich würde gern hier mal das hier testen. Unleserliches Notenblatt. Sag mal, was ist denn hier los? Hm, kaum zu lesen. Aber ich kann es trotzdem versuchen. Ja, na mach mal. Na, da ist aber ein bisschen Groove dabei hier. Es geht doch schon besser. Ein bisschen verspielt er sich aber auch.
Was ist denn eigentlich? Kann ich da Musikwünsche mir wünschen bei dir? Oder wie sieht das aus? Ich hätte gerne... Ich habe dir jetzt alle Notenblätter gegeben. Ich hätte gerne von dir, dass du mir jetzt irgendein Lied spielst. Nein? Na gut. Okay, wir haben noch ein bisschen was zu rauszufinden. Moment, mit dem haben wir gequatscht, ne? Ja. Achso, ne, warte mal. Achso, doch, ja, das hatten wir. Okay, alles klar. Kann ich da einfach mal rein? Wo hat er denn den guten Stoff versteckt? Kein Energy-Drink im Kühlschrank. Was bist denn du für eine Bar? Ey, alter Schwede. Kann ich mit dir reden? Mein Freund. Nein. Was ist denn, wenn wir hier hochkommen? Oh, da sitzt auch noch mal einer. Ich muss das machen. Das steht ganz groß. Wir müssen alle Kugeln da reinkriegen. Es tut mir leid. Da gibt es bestimmt ein Achievement für, oder? Also ist ja wohl das Mindeste jetzt. Komm. Jawohl. Wir haben sie fast alle. Achso. Moment. Ich bin Billard-Großmeister. Also, jetzt noch durch die. Die Weise noch und dann haben wir alle rein versenkt. Komm. Wie? Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, jetzt ploppt er irgendwie so auf. Achievement, alle Bowlingkugeln, das heißt Billardkugeln. Was haben wir denn da hinten? Aha, aha, aha. Ich hab's gesehen. Ein Notenblatt. Nehmen wir. Ach, der Herr. Karl, das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie immer wieder zu lesen. Okay, mein Freund, okay. Moment, kann ich da durch? Aha. Wer seid ihr denn jetzt da hinten? Ich habe schon wieder komplett die Orientierung verloren. Hallo. Warum hast du hier einen Punkt? Ja, siehst du mal, ich kann mich anschleimen. Interessiert sie noch nicht. Zack. Ich habe es auf der Straße liegen gelassen und am nächsten Tag hatten die Zergs es komplett aufgefressen. Das ist doch verrückt, oder? Sie verschlingen einfach alles. Ja. All die verquerten Sachen passieren immer nur dir, Kumpel. Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen. Es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Alles klärchen. Ach, diese Tür hier, oder was? Also gut, wir haben wieder ein Notenblatt gefunden. Das ist doch ein Traum. Ich weiß nur gerade gar nicht mehr, wo wir hin müssen und wo wir sind. Ach, hier sind wir. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch, bevor wir jetzt hier versuchen raufzukommen, gibt es natürlich noch mal kurz das Notenblatt. Hallo, mein Freund. Ich habe da noch was gefunden. Hm? Ich habe Angst. Ich habe Angst, was du jetzt spielen wirst. Morgen übermorgen. Klingt cool. Hier, schau dir das an. Das ist schon mal viel besser. Oh, süß, wie sie sich hinsetzt.
Hä? Was machst du denn jetzt? Hallo, Mizi? Nix gefangen, hä? Das war sehr schön. Dankeschön. Wenn ich noch ein Notenblatt finde, dann komme ich wieder. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier hochkommen irgendwie. Weil da gibt es ja noch die besagten Dosenwerfer. Ach so, ja, wartet mal. Kann ich da nicht irgendwie durch die Tür, durch das Fenster hier irgendwie so? Wer ist denn da drin? Kann ich hier hoch? Aha, aha, aha. Wir machen mal einen schnellen Weg hier hoch. Zack, 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 zack. Komm, und hüpf. So, was macht ihr denn hier? Und warum macht ihr hier das hier? Ne, ich will noch nicht miauen. Warte mal, wollen wir erstmal reden? Vorsicht, ich muss mich konzentrieren. Ich will nicht noch einen Eimer fallen lassen. Ich verstehe. Okay, 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 okay. Wir müssen das früher machen. Schade. Wir probieren es nochmal. Ups. Wie konnte das passieren? Oh, oh, die ist sauer. Oh, die ist richtig sauer. Ich habe es genau gesehen. Die zwei waren das. Die haben nicht aufgepasst. Könnt ihr mir mal ganz kurz verraten, warum ihr das überhaupt macht? Ups. Ja, alles klar. Das ist genau die Worte, die mir auch eingefallen sind. Komme ich da jetzt rüber? Kann ich mit ihr sprechen jetzt? Die putzt. Okay, wartet mal. Bevor wir jetzt hier, bevor die hier fertig geputzt hat, quatschen wir mal kurz eine Runde mit ihr. Ja, ja, Entschuldigung, der Sprung war ein bisschen heftig. Zugegeben. Aber wir haben es eilig. Hallo. Ist ja gut. Ist ja voll stinkelig. Ich putz wieder die Treppe meines Ladens. Hör auf, über meinen Laden zu spielen, du dolpatschiger Racker. Okay. Wir sind im Laden. Was gibt's denn da so Schönes? Okay, das war mal eine Wäscherei. Warum sind hier überall diese Katzendinger versteckt? Kann ich mit euch was machen? Nee. Und warum bin ich jetzt hier? Warum bin ich jetzt hier drin? Kann mal kurz einer mir das erklären? Also ich versuche gerade rauszufinden, ob ich hier irgendwas machen kann. Aha. Wozu auch immer wir das brauchen werden. War da nicht noch so ein Ding? Ah ne, ist eine andere Packung. Ha. Was haben wir denn jetzt eigentlich gefangen? Entliehen. Super Spiritus Reinigungsmittel. Ich habe keine Ahnung wofür. Aber wir haben was gefunden. Ich denke, das war das wohl. Hi, tschüss und auf Wiedersehen. Nicht sauer sein, alles gut. Wolltest du nicht sowas? Nee, ne? Was ist, wenn ich dir das mal anbiete? Ach so. Ach so, so, so. Warte mal, bezahlen? Markt? Vielleicht da? Vielleicht der an der Bar? Du wirst mit Spiritus nichts anfangen können, oder? Ja, 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 ist schon klar. Okay. Wir probieren es mal an der Bar. Oder sagst du was Genaueres? Ich sehe nicht verloren aus.
Hatten wir mit irgendeinem gequatscht, der das haben wollte? Ich probiere es mal beim Händler, aber ich glaube nicht. Achso, nee, mit dem kann man ja persönlich gar nicht reden, ne? Der geht ja nur über diese Sachen. Ja, gut. Nee, ja, gut. Wo war die Bar nochmal? Hier. Ey, mein Freund, ich habe hier astrein Spiritus. Hast du Bock? Wollen wir handeln? Mit dir kann man da auch nichts machen, oder? Weiß nicht. Ich hab's total verdrängt. Hab ich irgendeinen übersehen? Was ist mit euch? Naja gut, die Sachen das gleiche. Was ist mit dir? Ist dein Frust wegsaufen? Nein. Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht aus dem Kopf, wer das haben möchte. Aber wir können nochmal hoch zu den Robodern. Mit den Farbeimern. Mal gucken mal, ob wir da noch was machen können, ne? Hallo Freunde, ja, ihr habt jetzt hier Funkstille. Da oben geht's ja auch nochmal weiter. Mein Gott, wie riesig ist denn das hier? Aha, okay, hier ist abgesperrt. Au! Ich muss mal kurz hier hoch, entschuldigt bitte. Wer liegt denn da? Huch! Ich hab Stürzen. Hi, mein Freund, wer bist denn du? Diese Lichtkreise sind schon schön anzuschauen, aber ich möchte eines Tages den echten Himmel sehen. Willst du das mit Spiritus vielleicht? Nein. Die Lichtkreise sind echt nur Lichtkreise, ne? Da ist, also irgendwie ist der Himmel, entweder das ist ein Riesendach oder was auch immer. Meine Güte, was habt ihr denn hier noch alles? Oh. Ich hab Fernsehen gemacht. Ups. Okay. Das ist schon wieder diese Winkelkatze. Überall sind Winkelkatzen. Aber das hilft uns gerade nicht weiter. Wir sind aber eigentlich schon fast hier oben, ne? Sollte doch hier eigentlich weitergehen. Oh, Hallöchen. Da sind wir doch gerade in einer Bücherei gelandet. Oder Bibliothek. Ja, komm. Ich kann einfach nicht anders. Ich muss es verkratzen. Es ist zum Kratzen da. Das ist ja witzig. Das gleiche Sofa hatte ich auch mal. Also, aber andersfarbig. Ja. Jetzt hör doch mal auf. Ja, fast genau so eins. Nur, dass es hier schwarz war. Und irgendein Teil war rot. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich hatte auch so eins. Okay, was mache ich hier denn eigentlich? Mal so ganz nebenbei mal gefragt. Übersetzen. Hey Doc, ich habe die Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtig sein. Neuer Gegenstand errungen. Aha. Hier ist ein Schatz versteckt. Ein Schatz. Wir werden jetzt die Schatzsucherkatze machen. Wo ist denn der Schatz versteckt? Hinter einem Stapel Bücher? Als ob mich das aufhalten könnte. Wir suchen einfach nach S wie Schatz. Okay, da scheint wohl nichts zu sein. Ruhe!
Der hat aber eine richtige Bruchlandung hinter sich. Wie du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein. Band 42. Ja, okay. Notenblatt. Nimm wir. Danke. Kann es sein, dass wir da irgendwo lang müssen? Hör mal auf, wir wecken den sonst noch auf. Aha, da geht's hoch. Aha, aha, aha. Wie? Nein, du sollst ihn nicht hinlegen. Warum machst du sowas? Na gut. Wenn du jetzt schlafen möchtest, dann machst du jetzt ein Nickerchen. Wir machen ein Folgenbäuschen. Und in der nächsten Folge suchen wir den ominösen Schatz in der Bibliothek. Bis dann. Ciao, ciao.